Grüezi Philipp. Hoi Kevin. Du bist also doch der einzige Ort, wo ich zu Cappuccino trinke, weil ich mache ja daheim eigentlich nur Filterkaffee, weil ich aus Platzgründen meine Espressomaschine weggegeben habe. Und ich möchte heute gerne mit dir über Filterpapier reden, weil ich habe auch schon neue Filterpapier gekauft und dann habe ich gemerkt, jetzt verhält sich der Kaffee komplett anders, läuft anders durch, ist alles scheiße. Mhm. Und es geht dann wie nicht mehr. Und du hast jetzt schon verschiedene Papiere zusammengestellt und jetzt musst du vielleicht schnell durchführen, was es überhaupt gibt oder was man muss beachten, wenn man Filterpapier kauft oder sich auswählt. Ja. Genau, also erstens mal, es ist eine riesige Welt. Man findet ganz viele verschiedene Filter da draussen. Es gibt klar, es gibt Kochfilter, es gibt so die klassischen Filter, Kaffeemaschinenfilter. Das sind die, die ich in meiner... Gerade Firma Medita, wo man oft sieht, genau, so ein bisschen in dem Stil, sehr klassisch. Es gibt spezielle Winkel, mehrlagige Filter. Es gibt da außen aber auch noch, also klar, Bruns, es ist schon die Frage, ob Bruns Papier oder weißes Papier nimmst. Da hört man immer etwas Unterschiedliches. Meine persönliche Empfindung ist eher so die doch bleichte Papier vom Geschmack. Einfach nochmal besser als andere. Brune gibt halt oft schon Papiergeschmack ab. Okay. Also, und dann sind eigentlich die, die so am meisten verbreitet sind. Und dann gibt es halt auch innerhalb von... Genau, also gewisse entscheiden sich ja rein schon von der Methode her, welchen Filter dass man dann muss einsetzen muss. Genau. Ist wie so ein bisschen klar, wenn ich jetzt Chemex mache, dann muss ich wie einen anderen Filter nehmen. Richtig. Genau, und wenn ich Melita-Geschichte mache, muss ich wieder einen anderen Filter nehmen. Und das sind ja dann die V60-Geschichten vor allem. Wo sehr viele sozusagen Geräte dazu gibt, wo alle den gleichen Winkel haben. Eben V60, also der 60 ist bezogen auf Grad, oder? Da zum Beispiel über 70, 60 oder eben bei der Kobe ist klar, ist dann Flachbett, das ist einfach grundlegend, also primär wird unterschieden zwischen Flachbett und zwischen Cone, sagt man dem, oder eben, Cone, das nennen sie alle Cone-Filter. In dem Sinn eigentlich, das ist mal der grundlegende Unterschied, klar, eben die Methode gibt es von. Und dann, wie gesagt, innerhalb geht es dann sehr stark auch in verschiedene Papiere. Weil jeder Hersteller hat natürlich nochmal ein anderes Papier, nochmal ein besseres oder vielleicht ein passendes. Und selbst der gleiche Hersteller hat unterschiedliche Papiere, die es anbietet. Ja. Das ist noch nicht mal in Bezug auf Grössen, weil es gibt dann auch zum Teil verschiedene Grössen. Also nehmen wir jetzt Hario, V1, V2, V3, wo schon verschiedene Grössen sind. Aber eigentlich reinpassen die dann gleich wieder alle, also könntest du auch dort wieder spielen. Ja. Hat man ja auch schon in der Weltmeisterschaft gesehen, dass auf grosse Filter kleine Papiere verwendet worden sind. Und. Also man kann schon mal allein dort zuerst spielen. Und nachher kommt es halt das Nächste. Ist, wenn man die Filter jetzt zum gleichen Typ genauer anschaut, ich weiß nicht wie gut, dass man das da sieht schon, aber einfach schon von den Materialien her, wenn man es ein bisschen beäugt, nicht identisch sind. Genau, also eine andere Textur drauf, so leicht eine andere Farbe. Genau. Also das ist wahrscheinlich eben, durch die Textur wahrscheinlich ein anderes Material. Das fühlt sich anders an. Also das ist jetzt sehr außen anders beschichtet als innen zum Beispiel, oder? Der dunkelt mir jetzt sehr weich, der dunkelt mir eher hart. Also da gibt es Unterschiede. Genau. Sehr grosse Unterschied. Der Einfluss in dem Sinne ist ganz klar. Wir haben unterschiedliche Dicken, also das heisst unterschiedlich viele feine Lagen, die übereinander sind, wo mehr oder weniger Wasser durchläuft. Ja. Und dementsprechend auch mehr oder weniger Kaffeeöl und im weitesten Sinne dann halt auch Geschmack durchläuft, oder? Und diese Dichte steuert ganz klar auch die Flow Rate. Ja. Also Durchflussrate, wie schnell das Wasser halt fließen kann. Und das hat dann wieder einen Impact auf, was für einen Mahlgrad suchst du aus, um dieses Resultat zu erzielen. Ja. Und da drin gibt es halt riesige Unterschiede. Und am Schluss geht es darum, dass halt der Brüher sich auf Gegebenheiten einstellt.
Und das Wichtigste wie immer, grundlegend, dass er sich bewusst ist, dass es Unterschied gibt. Und nicht einfach denkt, Kopf, Deckel jetzt irgendwie, das geht gar nicht so mit dem Filter da. Sondern einfach bewusst ist, ja, hey, vielleicht andere Beschaffenheit, andere Strukturen und dementsprechend muss ich das Ganze ein bisschen anpassen. Ja. Und das sind halt wichtige Faktoren, wenn ich jetzt gehe posten. Ja, zum Teil gibt es leider auch Hersteller, die einfach das ändern, ohne dass man es irgendwie genau weiss. Ja, genau, also das haben wir auch gehabt. Man kommt das Gleiche nicht, aber es ist dann doch anders. Oder, und das rate ich euch auch, geht mal ins Netz suchen. Also geht nicht nur zum originalen Hersteller, sondern gebt einfach mal ein Filterpapier für XY-Brühmethode. Und dann sieht man auf einmal ganz viele spannende Sachen. Ja. Und da kann man natürlich super fancy gehen. Ja. Das Extremste, was ich machen könnte, ist irgendwie Laborfilter besorgen. Die kosten wahnsinnig viel Geld. Okay. Für Chemielabor, wo auch so Papier herstellt. Selber habe ich es noch nie ausprobiert, aber ich kenne Baristen, die es schon genommen haben. Und die kosten echt viel, haben wir auch schon geschaut. Wo man auch machen könnte. Oder eben verschiedene Anbieter, wo theoretisch nur spezialisiert sind auf Papier und die Filter, die dann für verschiedene Methoden eigentlich auf dem Markt draussen sind. Ja, eben, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich weiss, dass es auch innerhalb der Hersteller verschiedene Papiere gibt und wenn ihr euer Rezept habt und eure Mühle eingestellt habt und es brüht immer gleich und ich kaufe neue Filter und merke dann, jetzt geht es 7 Minuten, bis es durchgelaufen ist, dann könnte man auch mal schauen, vielleicht liegt es halt wirklich am Papier, dass irgendetwas geändert worden ist. Und ich glaube, da hilft es, einen Blick drauf zu haben. Und vielleicht ist es wirklich auch mal spannend, dass man sagt, ich brühe mal den gleichen Kaffee mit verschiedenen Papieren, um mal zu schauen, hey, was passiert überhaupt und wie sind die Unterschiede? Also einerseits in der Zubereitung, wie verändert sich rein die Durchlaufzeit? Genau. Aber wie verändert sich auch der Geschmack von dem Ganzen? Und da haben wir auch also aus der Meisterschaft schon verschiedenste Tests gemacht. Und die Unterschiede sind wirklich recht eindrücklich und recht spannend natürlich auch mit zu spielen. Ja, jeder sucht nach, verruft das Papier oder das Papier, das er das Gefühl hat, das ist es jetzt. Ja. Und auch sehr spannende Welt, die ich euch unbedingt empfehle, hey, probiert sie mal aus und spielt auch mal mit Papierfilter. Ja. Es wäre spannend, so ein bisschen eure Rückmeldung zu hören, was für Filter ihr nutzt und was ihr so herausgefunden habt. Ihr könnt es unten in den Kommentaren schreiben. Würde uns freuen. Bis gleich. Danke. Tschüss zusammen. Tschüss.